Hallöchen und herzlich willkommen zu einer sehr traurigen Folge, weil wir Astrid heute zur Immerpforte bringen werden und ich das ein bisschen sehr traurig finde. Ich bin aber gespannt, wie ihr Ablauf dort ablaufen wird, ja. Baui ist auch dabei. Er unterstützt mich in dieser schweren Zeit. Ich halte ihr die Hand. Er hält mir die Hand. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas brauche, wenn ich schon mal in der Nähe bin. Nö. Also, wir gehen zu Immerpforte. Wecken mal die Leute. Guten Morgen, guten Morgen. Das Feld. Wenn ihr euch fragt, warum es hier keine Toilette gibt, ja, wir düngern das Feld, wenn wir mal müssen. Oder es kommt alles in den Ozean. Oh, guck mal, wer hier ist. Besorgen. Pfannkuchen. Guck mal, Rühreier. Womit machen die Rühreier? Krebs. Wir brauchen noch. Oh, guck mal. Oh, voll gut. Oh Gott, wir müssen ihr was geben. Danke, Wilfa. Sie ist ja nicht so kompliziert. Atul, stimmt. Ich frage mich, wo er wohl sein könnte. Ich weiß nicht, warum Wildfang, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht zurückkommen wird. Und das macht mich traurig. Er war immer so freudig und lustig. Aber sein Schnarchen werde ich definitiv nicht vermissen. Es tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen konnte, Stella. Er ist verschwunden? Wie, er ist verschwunden? Ich dachte, ich muss ihn so langsam weggeben. Vielleicht will er nicht gehen, aber vielleicht hat er Angst. Frag Gustav, frag Stanley. Haben wir ihn vergessen auf der Insel? Ich hoffe nicht. Ich glaube doch gar nicht. Ja, wir müssen... Oh, ja. Käsestück. Meine Zeit ist recht kostbar. Mir ist aber aufgefallen, dass ein Passagier fehlt. Wie hieß er noch gleich? Dein überschwänglicher Freund. Nun ja. Oh nein! Was? Oh nein! Ich werde ihn nicht wegbringen. Atul ist weg! Abgehauen? Ja, guck mal, ich kann seine Seelenblüte ernten. Was? Wie? Das heißt, er ist... Hast du einen Snack oder sowas? Oder Apfelmus? Ja, er ist weg. Für immer. Vielleicht ist er zu lange hier gewesen. Ja, aber nein. Das habe ich in meinem Zimmer gefunden und mir gedacht, dass du es vielleicht brauchen könntest. Nein. Oh, er ist jetzt für immer weg. Oh Mann, ey. Es regnet und ich gieße. Oh, ich hatte gedacht, dass ich vielleicht einen Abschied bekomme. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich ihn wirklich zu lange. Schreibt's mal in den Kommentaren, wenn ihr das wisst, ob man, wenn sie zu lange da bleiben. Aber ey. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das gehörte zur Aufgabe.
So, das Wasser müsste auch an sich gleich rot werden. Da. Wir sind auch gleich da. Dann geht's für Astrid leider weg. Aber ich freue mich eher drauf, weil ich finde, es sind einfach zu viele momentan. Es sind zu viele da. Und Astrid war extrem lange bei uns. Und Atul war sehr, sehr lange bei uns. Wir haben ja jetzt noch Stanley und wir haben noch so viele. Darf ich nachgucken, ob es noch... Ja, ja. Wir sind endlich angekommen. Ich fühle mich so schwach. Können wir jetzt gehen? Ja. Gut, gehen wir. Ich kann nicht länger warten. Alles gut, Mäuschen. Wir gehen jetzt. Ich meine, guck mal, wir haben Stanley, Gustav und dann der andere, den ich nicht so leiden kann. Dann haben wir noch ihn hier. Das ist so viel. Es ist wirklich ein bisschen zu viel. Ja, aber so wie ich das lese... Oh. Nee, lass uns den Moment genießen, warten. Ich glaube nicht, dass es weise ist, solange es zu leben, Wildfang. Gut, dass ich nie besonders weise war. Aber Junge, bin ich alt. Mhm. Und so alt zu sein, ist wirklich enttäuschend. Außen ist man hässlich. Und innen verrottet. Mhm. Und die Schmerzen. Leben bedeutet Leiden. Es ist hart. Mhm. Die Welt ist verflucht, aber dennoch findet man Gründe, weiterzuleben. Das ist sehr pessimistisch. Hätten wir ihn wegbringen können, Bau? Mhm. Nein. Ich bereue nichts, weißt du? Ich bereue die Schwierigkeiten nicht. Ich bereue die Mühen nicht. Die Schmerzen, die Sorgen und von allen hatte ich mehr als genug. Aber dennoch, ich bereue nicht, was ich getan oder wie ich mein Leben gelebt habe. Ich hatte mir einfach nur gewünscht, dass die Welt ein besserer Ort sein könnte. Ein besserer Ort für alle, für uns. Aber auf jeden Fall ein besserer Ort für dich, mein Schatz. Ich fühle mich wie ein großes Schiff mit so vielen staubigen Räumen und Kajüten. Ich habe so viele davon. So viele Erinnerungen. Ein paar davon sind verschwunden, aber andere werden für immer fortbestehen. In dir, in anderen. Da ist schon die Pforte. Ich erinnere mich an ihre Gesichter, als sie vor Furcht zitterten. Ich erinnere mich an ihre Häuser und an ihre Partys. Ich erinnere mich an ihre Lieder und ihre Liebe. Ich erinnere mich an ihre Berührung, ihre Wärme. Alles verblasst jetzt, Wildfang. Alles verblasst. Alles ist grau, weiß, neblig. Erinnert mich auch ein bisschen an den Abschluss einer Beziehung. Man hat sich vor einer Weile noch so gut verstanden. Und ganz plötzlich fühlt sich alles ganz, ganz neblig an. Ist alles schon verschwunden? Ich sehe nicht mehr viel. Du bist noch bei mir, nicht wahr? Du bist noch hier, Stella. Sag ja, doch was. Vergiss mich nicht, bitte. Alle anderen sind mir egal. Aber du vergiss mich nicht, hörst du? Andernfalls werde ich zurückkommen und dich heimsuchen. Ich spüre, wie es näher kommt. Leb wohl, Stella. Folge einfach deinen Herzen und hör nie auf zu lächeln. Oh, das ist so traurig. Das ist echt traurig, oder? Das ist wirklich traurig. Sie erinnert ein bisschen an den Leonberger. Die Hunderasse. Ja. Sie sind verdammt süß. Oh Mann, ey, das ist echt hart, ey. Ach ja. Lernen wir erst was von ihr kennen? Also so wie letztes Mal von Giovanni? Ich weiß nicht. Es war ein bisschen unterschiedlich. Guck mal, da sieht man den Mond in der Mitte. Weil sie ist. Oh Mann, ey. Okay. Liebhaber auf Lebenszeit.
Oh Mann, ey. Ich finde es immer so traurig. Ich will ja eigentlich niemanden verlieren. Und man merkt bei mir echt, dass ich Verlustängste habe. Es ist wie, wenn man eine Beziehung aufgibt. Man merkt, dass es nicht mehr passt und dass alles so einem fremd vorkommt. Obwohl dann vor einer Weile war ja noch alles gut. Und ganz plötzlich fühlt es sich irgendwie falsch an. So leer, so kaputt. Fühlt man sich einsam. Und als wenn das Leben so keinen Sinn mehr hätte. Aber man sieht immer nur nicht das, was noch einen erwartet, sondern... Oh Mann, ey. So, ihre Seelenblume haben wir jetzt auch. Also, bei Atul hättest du wirklich nichts machen können. Weil, soll ich sagen, warum? Ja, warum? Es ist so, dass er wohl seine Familie verlassen hat, ohne ein Wort zu sagen. Hm. Stella wohl. Wer ist Stella? Ist das seine Freundin, Frau gewesen? Ich bin Stella. Ach so. Auf jeden Fall, jetzt ist er wieder quasi spontan verschwunden, ohne dass man weiß, was passiert ist. Das soll halt symbolisieren, dass gute Dinge von heute auf morgen einfach weg sein können und man sich schätzen würde. Das dachte ich mir schon. Weil das Spiel ist ja so ein bisschen, dass man lernen soll, Abschied zu nehmen. So ein bisschen so. Und manchmal ist es ja auch so, dass man nicht sich verabschieden kann. Genau. Dass dann einfach jemand weggeht und dann war es das. So, wir sind, glaube ich, nur noch zu fünft hier. Oder zu sechs, wenn man die Katze mitrechnet. Oh, schwierig. So. Ja. Baue, werte sein Haus auf, schmilze alten Schuh ein, werte Gustav Galerie mit den... So, unser aktuelles Ziel war aber jetzt in speziellen... Also erstens möchte ich Albert werfen. Wir bauen jetzt erstmal unser Schiff noch aus. Und ich scheiß drauf. Ich baue jetzt einfach das letzte Metall, was ich habe. Müssen wir dann halt neu machen. Mann, ey. Oh Mann, ey. Das Spiel macht mich fertig. Ich bin echt nicht gut in Abschied nehmen. Ich kann mich von Dingen nicht trennen. Das ist halt echt... Das fällt mir mit Gegenständen schon schwer. Mit Menschen ist auch ganz schwer. Und mir fällt es wahrscheinlich genauso schwer, und das ist jetzt total plemplem, mich von Spielcharakteren oder sowas... Wenn ihr eine Geschichte lest und die toll findet und dann... Aber mir ist aufgefallen, es fehlt noch was. Nein, ich will dieses Ereignis nicht starten. Warte mal, mir fehlt noch ein spezielles, oder? Abgefülltes... Ja, okay, wir können noch nicht ausbauen. Wo gab es denn die Plasma hier, oder? Bei den... Weißt du, was ich schlimm finde? Was denn? Das ist nicht schlimm, aber schwierig. Es gibt Leute, die unter solchen Stresssituationen anfangen zu lachen, weil sie nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Ja, ich. Und die Leute, also man verstehen das, viele verstehen das falsch. Denken, ja, warum lachst du denn und so. Ja, ich weiß. Denkt man, ja, man möchte ja eigentlich gar nicht lachen, aber ja, man weiß gerade nicht, leider, wie man. Ich bin leider auch so. Ich. Weißt du, man versucht irgendwie damit klarzukommen, die Leute sagen, ja, warum zur Hölle lachst du? Ist das für dich ein Witz? Und du denkst dir, ja, nein, eigentlich nicht, ne? Kometenstein. Woher bekam ich denn nochmal... Ach Gott, ey, jetzt schwimme ich irgendwo hin und ich weiß auch nicht mal, was ich da... Ektoplasma, ich hab das doch... Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich das vor einer Weile mir besorgt habe. Ja. Aber wo gab es das? Feuerglutsam, also da nicht. Da
Leuchtschild oder auch nicht. Hier? Nee, Nebelfaser. Hell. Aluminium. Kannst du noch mal gucken bei meiner Folge? Oh, das kannst du gar nicht gucken. Ich bin echt behindert. Ich habe das vor einer Weile selber gesammelt. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wo ich das her hatte. Wo habe ich denn den... Wo hatte ich denn den Ektoplasma her? Ektoplasma? Ja, guck mal bitte, ob du was findest. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das letztens noch erklärt in einer Folge und ich weiß es schon wieder nicht. Hast du dafür nicht irgendwie solche... Nein, guck mal bitte. Nein, ich will keine Leuchtschirme. Bin gerade zu aufgewühlt, um selber danach zu suchen. Okay, der Tag ist eh vorbei. Dann... Ich bin halt ein bisschen plemplem. Ich weiß nicht mehr, woher ich das hatte. Obwohl ich das... Weil danach kam halt so viel, was aber alles zerstört wurde. Na! What the fuck? Ja, was? Da laufen so Dinger rum, die sehen aus wie so... Wie... Die laufen hin und her und du musst sie fangen. Ah, ja, danke schön. Okay, dann weiß ich's. Das sieht creepy aus. Ja, das ist da, ja genau da. Ah, ich habe schon alles, was ich brauche. Oh, das sieht gut aus, so ein bisschen schade. Ich war so ein bisschen nicht. Fresh ist das, ne? Nicht wirklich, aber. Aber es ist echt hart, sie zu fangen, oder? Ja, echt hart, sie zu fangen, ja. Geil. Ja, ja. Nice. War es gerade? Ja, ist vorbei. Wir haben aber alles, was wir brauchen. Und morgen können wir unser Schiff verändern. So. Wow. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben theoretisch alle Zutaten. Wir können nochmal hier oben nochmal anfangen zu bauen. Da ist nämlich die Kugel. Also ja. Ah, da, ja, das ist jetzt wieder voll die Arbeit, das überhaupt hinzukriegen. Kristallglasplatte. Ja, ja. Ach ja, boy. Ja, das war echt hart. Also, sogar ich muss das zugeben. Oh, ja. Ja, ham. Das war so viel. Ach, ich weiß wieder nicht, wie viel. Ich muss jetzt so viele herstellen, das ist echt eklig. Naja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen. Dankeschön für die Follows. Dankeschön für die Likes. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid wirklich super und dass ihr die Folge eingeschaltet habt. Vielen, vielen Dank. So, bis morgen. Wir sehen uns und vielen, vielen Dank nochmal. Bis dann. Morgen, ihr Hübschen. Ciao. Tschüss.